Boah. So, erstmal schön mehr Fruchtnektar getrunken. Keine Angst, Leid. Ich hab sogar Fotobeweis. Okay. Genau, wo waren wir hier? Mal da. So. Dran. So, genau, Terraforming haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir können uns jetzt darum kümmern, ja, mit dem Abstecken unseres Hauses anzufangen. Apropos Abstecken des Hauses, haben wir überhaupt, doch, Holz müssen wir eine Menge haben, ne? Holz. Nee, haben wir gar nicht so viel. Schüssel, da brauchen wir jetzt mal ein bisschen Holz. Ja, doch, ich denke mal, wir nehmen normales Holz, weil hier sind ganz schön viele Apfelbäume. Von daher wäre das tatsächlich gerade am preiswertesten. Oh, danke. So, das heißt, ja, du kommst erstmal sowieso weg, ne? Dich brauchen wir hier, du bist im Weg. So, und wir nehmen jetzt mal, ja, wie groß, von wo bis wo und wie groß sollte unser Haus werden? Bis wo ist überhaupt die Protection? Also hier nicht mehr? Hier ist sie noch. Okay, also ab dem Block. Wir können aber nicht direkt hier hinbauen, weil wir brauchen noch ein Dach, was etwas übersteht. Eine klassische Bauart. Das heißt, wir müssen hier hin. So, habe ich noch... Ja, Erde habe ich dabei. Dann nehme ich mal die Erde zum Abstecken erstmal, ne, damit wir überhaupt wissen, wie hier was wo. Siehst du, jetzt habe ich hier... Oh. Jetzt habe ich... Oh. Ach so, ja, der Baum. Ach, scheiße, mein Inventar ist voll. Ha. Ja, jetzt habe ich das hier völlig umsonst gemacht. Wobei, ne, doch, zwei haben wir verwendet. Aber halt nur zwei. Hm. Scheiße, scheiße, meine Vitas wohl. Fuck. Die guten Samen. Das kannst du doch nicht machen hier. Das ist so ein bisschen Betrug. Betruschka. Du kommst mal hier unten hin. Easy. Lalalala. So, okay. Boah, Alter, bis wohin geht denn unser Bereich? Hallo? Digga, wie groß habe ich das denn abgesteckt? Meine Fresse. Na gut, auf jeden Fall mache ich erstmal hier hinten Kisten hin, damit ich die Kisten da wegbekomme. Das heißt, we need wood. A little bit wood. So, ich denke mal, wir machen da dann. Aber wir brauchen sowieso noch früher oder später Holzkisten, von daher können wir halt ein bisschen Holz machen hier. 32 wären 4 Kisten. Ja, würde mal sagen, ne? Also so 64 machen wir so schon mindestens, ne? So, danke. Danke. So, da kommst du weg. Ihr bitte als Kreis und einmal alles. Danke. Okidoki. Dann würde ich mal sagen, wir machen ein paar Holzkisten. Du kommst weg. Richtig schön zwischen die Bäume. Ich hasse euch. Achso, ja, klar. Ist ja nicht mein Klon. Muss man ja so machen. Die mit Rechtsklick und so. So. Da kann der Ofen hin. Beziehungsweise. Du kommst mal bitte weg. Ich mache den Ofen dahin. Und hier mache ich noch eine Kiste hin für Laubzeug, was direkt für den Ofen ist. Also als Brennmaterial. Sind jetzt schon voll. Was ist denn hier los? Keine Manieren oder was? So, das heißt, klatscht erstmal alles rein. Ja, das wäre komplett, ja, wie sagt man? Naja, also so Krimskramkisten ohne Ordnung halt. Die richtig geordneten Kisten, die kommen dann ins Haus, ins Gebäude. Da müssen wir uns jetzt noch keine Sorgen drum machen. Ich nehme jetzt die ganzen Blätter hier raus, damit ich die direkt in die Spezialkiste packen kann. Hier haben wir noch Blätter. Ganz ehrlich, was kann man mit Hanfblättern machen? Jetzt kommt's, Drogen. Hanf. Achso, Hanföl. Dachte gerade schon, dass hier ist, ne, wie heißt das Ding nochmal? Ja, man merkt, ich bin kein Raucher.
Wie heißt das Ding? Das mit diesem komischen Schlauch drin, der so blubbert. Digga, ich war auf eine türkische Schule und weiß nicht, wie das Ding heißt. Also ich wusste es. Aber mir fällt gerade nicht ein. Bong. Oder? Doch, ist eine Bong. Bong. Geh mal raus da. Müsste eine Bong sein. Aha. Doppel-N, ja, ne? James Bond. Oder mit G. Ich hab keine Ahnung. Ja, doch, mit G. Das Ding hier. Das dachte ich gerade, dass es das ist. Gott, Alter. Ja, es gibt doch schöne Bons. Wobei ich sowas und sowas absolut nicht ästhetisch finde, ist mir persönlich ein Schleier Rätsel, auf dem man sowas holen kann. Ich persönlich mag lieber solche neutralen Sachen, beziehungsweise maximal sowas hier. Sowas sieht auch geil aus. Die Bong eines Chemielehrers. Klassisch Reagenzglas. Okay, komm, damit wollen wir uns mal lieber nicht weit auseinandersetzen. Sonst werden alle meine Zuschauer noch Raucher. Das will ich ja nicht, ne, im Rahmen meines Auftrags als Bezugsperson für. Ja, für was eigentlich? Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall sah das gerade so aus. Ne? Ansonsten, ja, man kann damit echt nur Hanföl machen. Hanffasern. Okay, was kann man aus dem machen? Ach, wir können damit auch Papier machen. Wolle? Wolle aus Hanf? Seit wann kann man Wolle aus Hanf machen? Ist mir jetzt relativ neu, aber das ist wahrscheinlich dann so eine vegane Wolle. Wow. Ja? Ja? Nein, Mann, das hier wollte ich doch. Ach so, da kann man. Hä? Man kann damit nichts machen außer Regale, wobei man dafür doch leere Fässer. Ach nee, man kann auch volle Gläser benutzen. Ja gut, heißt also Hanf an sich hat außer für die Papierherstellung und für die, also. Ja, Papier und Wolle quasi. Aber aus den Hanfblättern kann man nichts machen, oder? Doch, aus den Hanfblättern kann man genau das machen. Okay. Nein, das da. Ja. Gut, dann heben wir mal die Hanfblätter doch lieber auf. Für die professionelle Wolleherstellung. So, und die ganzen Blätter, wie gesagt, ist komplett Brennmaterial. Es kommt also auch alles hier in die Extrakiste rein. Da kommt dann nämlich der Ofen hin. Ist der Ofen gerade leer? Nein, da sind auch schon Blätter drin. Oh, ich habe noch Blätter. Ja, dunkle Blätter auf dunklem Hintergrund ist echt ein bisschen nicht so fair. So, ich brauche kurz die Spitzhacke. Dankeschön. Dann kommst du jetzt nämlich mal weg. Dankeschön. Und kommst einmal dahin. Dankeschön. Danke. So, du kommst da wieder rein. Pop. Jetzt wird die Kiste leer gemacht. Scheiße. Wir können mal Baumaterialien direkt gleich hier reinmachen. Damit wir das zumindest schon mal so ganz ein bisschen grob so, ne, so über den Baum. Über den Daumen gepeilt, irgendwie so ein bisschen wie das sortiert haben, damit wenn ich nach Baumaterialien suche, ich wenigstens gleich weiß, in welche Kiste ich suchen muss. Und alles andere kommt dann wie gesagt in die Kiste hier. Ich denke mal, das ist so in Ordnung. Da ist ein Hase! Habt ihr den auch gesehen? Oh mein Gott, ein Hase! Schnuckiputz, wo bist du? Hallo? Da, da! Ich schlag jetzt mit einer Keule. Achso, jetzt habe ich es natürlich gegessen. Aha. Ich. Schnell her damit. Ich brauche Frischfleisch. Stimmt ja eben. Frischfleisch ist ja giftig. Wobei ich gerade bezweifle, dass im echten Frischfleisch auch giftig ist. Ich meine, Frischfleisch ist nicht appetitlich und schmeckt vielleicht nicht so gut und ist auch. Ah, siehst du vielleicht deswegen. Weil eben Frischfleisch verdirbt halt extrem schnell.
Vielleicht ist es deswegen hier auch so gemacht, dass Frischfleisch praktisch giftig ist, wenn man hier dabei ausgeht, dass man das Frischfleisch schon ein bisschen länger mit sich rumschleppt. Und das dann natürlich giftig ist. Das kann natürlich sein. So, haben wir alles eingesammelt, sehr schön. Okay, Baumaterial, wie gesagt, hier rein. Hä? Achso. Ach, scheiße, das sind ja gar keine Protected-Dinger. Fuck. Ja, gut. That is bullshit. Fuck, jetzt müssten wir extra Holz suchen gehen, Stahl suchen gehen, damit wir unsere Kisten. Also, wir werden früher oder später sowieso Eisen suchen gehen. Aber jetzt für die Kisten wäre das halt jetzt halt schon direkt schnell wichtig. Wisst ihr was? Weil das hier gerade ein Notfall ist und es schnell gehen muss. Kommt ihr euch hier wieder ab? Ist ja hier Schwachsinn. Weil es jetzt ein Notfall ist, werde ich mich mal bedienen. Ne? Normalerweise, wenn wir später Holz, Stahl brauchen, dann werden wir natürlich Stahl selber suchen. Aber jetzt muss es halt schnell gehen, weil die Kisten ungeschützt ist halt blöd. Kann nämlich jeder, der weiß, wo ich hier wohne, sprich also jeder, der meine Let's Plays guckt, also ihr, sofort meine Kisten plündern. Da ja Kisten nicht unter Schutz stehen. Man kann die Kisten zwar als Nicht-Mitbewohner nicht abbauen, aber man kann sie halt plündern. Und das sollte so natürlich nicht passieren. Das heißt, ich werde mal hier bei unserem Let's Play Together Hütchen vorbeigucken. Wir müssen ja hier haufenweise Eisen haben. Eisen. Jawohl. Wie viel brauche ich jetzt denn eigentlich? Also ich habe 5 Kisten und ich habe nochmal 3 Kisten. Heißt also, ja klar, genau, ich habe 8 Kisten produziert. Das heißt, ich brauche auch 8 mal Eisen. Dankeschön. Hat keiner gesehen. Warum steht hier die Tür offen? So. Wetten, jemand hat genau, als er in der Tür stand, das Spiel verlassen. Und wenn er jetzt wieder on kommt, wird er direkt von der geschlossenen Tür erschlagen. Wäre eigentlich witzig. Wäre schon gar nicht mal so schlecht. Doink. So, ja, sowas hier ist komplett. Entschuldigung, wenn ich jetzt jemanden angreife, aber das hier ist mir wirklich absolut hässlich. Oder? Das sieht ja mal sowas von absolut scheiße aus. Ich meine, man hätte doch wenigstens an den Ecken hier so eine Pfosten hinsetzen können. Ich meine, ich normalerweise mache, wie gesagt, hier einen zweiten, also hier noch einen Pfosten hin und. Ja, gut. Also. Hier noch ein Pfosten, da noch ein Pfosten und dann halt da noch ein. Der hätte ich vielleicht ein bisschen größer gemacht. Aber so komplett freischwebend. Also ich bitte euch, wer hat denn die Scheiße hier verzapft? Also ich werde nachher im Logbuch nachgucken, wer das hier gebaut hat. Und ich werde ihn vom Server bannen. Ups, jetzt bin ich im Wasser. Karma. Karma ist a bitch. Wo ist unser Haus? Da hinten. Naja, Haus haben wir ja noch nicht, aber unsere Fläche. Wo wir bauen. Siehst du, wir können mal gucken, ob hier mittlerweile ein bisschen was reif ist. Bezüglich da hinten zum Beispiel. Aber ich glaube mal, das hier sieht alles noch. Nee. Hier ist alles noch Kahlschlag. Das sieht auch noch unreif aus. Ich weiß aber nicht, was das hier nochmal war. Das müssten Kartoffeln gewesen sein, ne? Nee, das hier sind Kartoffeln und das ist dann diese grüne Gurke. Na gut, ist aber alles noch nicht fertig. Ich lass die erstmal noch ein bisschen. Darum kümmern wir uns dann später. So. Ab zu unserem. Ach, ist schon wieder reif. Lolorov. Sehr schön. Dann machen wir da ein bisschen gleich mal hier ein bisschen so. Dankeschön.
hätte jetzt nicht gedacht, dass Kakao echt so schnell reif wird. Da brauchen wir ja gar nicht so viel davon. So, ich werde, oder? Pflanze ich jetzt gleich nochmal an, so schnell wie es reif. Doch, mach's nochmal. Weil der Stamm hier kommt ja später sowieso weg. Aber so schnell wie es reif wird, ist es, bis er weg muss, auch garantiert wieder reif. Unser Totenpfahl hier. Das ist in Wirklichkeit kein Kakao, sondern das sind die Köpfe unserer verstorbenen Ahnen. Abgeschlagen mit einem Beil und dann einfach aufgehangen. So, das kommt da rein. Ach, hier kommt da rein. Ach nee, halt. Macht ja keinen Sinn, wenn ich die Kisten erstmal abbauen muss. Dann kommt doch erstmal alles hier rein. Halt, das brauche ich gleich. So, du, antraben. Kiste leer machen. So. Baumaterial kann wieder rein. So, jetzt ist nämlich du leer gemacht. Dafür wird mein Inventar nie im Leben reichen, aber ich kann jetzt schon mal die andere Kiste benutzen. Ja, die Sakura-Blätter habe ich absichtlich hier drin, weil die sind mir irgendwie zum Verbrennen zu schade. Ich weiß jetzt nicht, ob das meine Liebe zu Japan ist. Oder einfach die Liebe zu den Blättern allgemein, weil sie halt so schön aussehen, aber irgendwie sind sie mir zum Verbrennen zu schade. Ich weiß nicht. Ich kann sie hier reinpacken, aber ganz nach unten, ne, damit man gleich weiß, es ist was Besonderes. Das hier werden wir verbrennen, wenn wir Gold machen. Ja, wenn wir Gold einschmelzen. Denn nur für Gold ist Kirschlaub wertvoll genug. Leider kann man ja keine Diamanten einbrennen. Voll Gold ist eigentlich vollkommen egal. Ich meine, ich werde mit Gold eh nichts machen. Von daher werden wir eh die Gold einbrennen oder einschmelzen. Was natürlich gut ist, weil dann halten die Sakura-Blätter dementsprechend auch für die Ewigkeit. Weil was nie gebraucht wird, kann auch nie leer werden. Außer natürlich nach ein paar tausend oder Millionen Jahren, wenn es dann Stück für Stück vom Wind abgetragen und abgeschliffen wird. Ne, kennt man ja von Gebirgszügen. Ist sowieso eigentlich krank. Ich meine, ich komme jetzt wieder von Hundertstel ins Tausendste, aber ist ja krank, was so Wetter allgemein so alles machen kann. Also nicht nur Wind, sondern auch Wasser. Weil wenn man mal bedenkt, so riesige Gebirgszüge, die vor Jahrmillionen noch irgendwo waren und dann über die halt Jahrmillionen abgeschliffen wurden und heute komplett anders aussehen, ist schon nicht schlecht. So, jetzt werdet ihr auch abgebaut und jetzt werde ich euch alle da, wie sagen wir, nur 7? Ach ja, alles richtig, alles korrekt. Hier ist auch noch eine Kiste. Genau. Ich packe euch mal nach hier unten, weil ich nehme euch ja eh gleich wieder in die Hand. So. Sommerschlussverkauf, alles muss raus. Wo ist unsere Schippe schon wieder hin? Ach ja, ist ja leer, ist ja. Die ist ja von dannen gegangen. Gebratene Kartoffeln. Huhu. Das Wichtigste auf der Welt. So, easy. Perfekt. So, sehr schön. Dann haben wir schon mal hier die ganzen Kramkisten. Können wir jetzt hier anfangen, unser Haus zu bauen. Beziehungsweise, ich werde es nochmal abstecken. Achso, siehst du, ich brauche sowieso mal ein bisschen Holz. Nein.
Ach, wisst was, komm. Bleib bei mir gleich im Inventar. Wenn du mein Inventar so lieb hast. So, hier war, also hier. So, und dann muss man mal gucken, bis wie weit das nach vorne geht. Tatsächlich bis. Oh nee. So, hier kommt unser Haus hin. Die Zwiebel kam gerade wie gerufen. Wurde gerade schon von meinem eigenen Magen angegriffen. Der kam so raus, also das Organ kam einfach so raus mit dem Stahlschwert. Du Schwanz, gibst mich zu essen! Dort. Und dann auf dem Sterbebett teile ich meinem Magen die traurige Wahrheit mit. Mein lieber Herr Magen, wenn ich nicht mehr bin, wer gibt dir dann zu essen? Und in dem Moment merkt es der Magen. Es fällt ihm wie Schuppen von den Haaren. Und er fängt an zu weinen, dass er die Hand, die ihn gefüttert hat, ermordet hat. Du-du-dum. Ja, ich werde nie ein Anime-Autor. Meine Animes werden absolut grauenvoll. so drei breit. Oder machen wir vier breit? Machen wir so richtig schön großes Haus? Nee, ne? Weil ganz ehrlich, können wir doch mal machen, ne? Einfach mal so, einfach weil wir es können. Weil sonst hatten wir ja so entweder so als L oder als T, so eher so schmale Häuser. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal wirklich ein richtig großes Haus, so wirklich mit einer quadratischen, also mit einer einigermaßen großen Grundfläche bauen. Mal gucken, wie groß wir kommen. Das verbraucht zwar scheiße viel Holz, aber ganz ehrlich, fuck off. 3, 4, 5. Ich sehe nichts mehr. Du Scheitlappen! 1, 2, 3, 4. Passt. Aus diesem Grund, wenn ihr gefällt. Aus diesem Grund. Ich nehme mal dich weg. Und dich weg. Ihr geht mir halt gerade hart auf den Sack. Und ist hier noch jemand, der weg muss? Ja, wahrscheinlich ihr beide. Ich nehme euch auch erstmal weg. Oh, ich habe Orangen bekommen. Hm, ist aber lecker. So, später kann ich ja neue Bäume pflanzen, ist ja kein Problem. Aber jetzt erstmal. So, das heißt, wir haben jetzt schon eine Grundfläche von 4. Wir sollten eine ungerade Anzahl nehmen, damit ich die Tür mittig platzieren kann. Also nehmen wir mal 5. Dann kommst du nämlich dahin. Und jetzt geht es in die Richtung weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Boing. 1, 2, 3, 4. Ah, super. Der kommt gleich wieder, wird gleich wieder abgebaut. Wetten. Leck mich doch. 1, 2, 3, 4, 5. Wetten, der wird wieder abgebaut. 1, 2. Achso, siehst du, Wiese. Wir haben jetzt eine Grundfläche von 3, ne? 1, 2, 3. Ich hab's doch, ich wusste es, der wird abgebaut. Arschloch, jetzt ist der Baum weg. Sehr schön. Haben wir eine Grundfläche von 1, 2, 3. Ist schon ganz schön groß. Sollten wir echt 4 oder 5 machen? Ich meine, 5 wird definitiv zu groß. Aber sollten wir insgesamt. Ich meine, wir haben eine Länge von 4. Oder. Ne, wenn man jetzt so guckt, von. Ist ja egal. Also sagen wir mal, wir stehen so. Dann haben wir jetzt eine Breite von 5 und eine Länge von 4. Also jetzt haben wir eine Länge von 3. Die Frage ist aber, ob wir denn eine Länge von 4 machen. 5 mal 4 könnte gehen, könnte man machen. Macht das Sinn? Fragezeichen. Ja, doch, komm, machen wir einfach mal. Ne? Länge von 4, der easy. Also Länge von 3 ist wahrscheinlich definitiv zu kurz. Wahrscheinlich definitiv, klaro. Ja. 1, 2, 3, 4. Bam, du weg. Ich hasse euch alle. So, der ist auch gleich wieder weg. Sehr schön. 1, 2. Wow, er ist sogar als erstes weg. 1, 2. Mann, Nani. Oh mein Gott. Wo bin ich jetzt? Da kommt er hin. Also 1, 2, 3, 4. Bumm.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, Ich sterbe gleich, Leute, wollt ihr mich verarschen? Hatten wir uns. Leck mich am halt am hart am Arsch. Hatten wir nicht so eine Salatschüssel gemacht? Doch, da ist sie. Da sind sie doch. Leck mich hart. Du kleiner Verrückter. Wir haben echt nur noch zwei davon und müssen auch noch zwei leere Schüsseln haben, oder? Hallo? Hallo? Man bekommt doch immer vier Schüsseln. Warum heute denn jetzt zwei Gerichte und... Hä? Das macht so hart überhaupt keinen Sinn. Nein! Boah, Alter, also aber jetzt hier, ne? Ist er aber schon hart, ist er aber schon, ist er, ich schrei. Genau so eine Schüssel, davon müssen wir noch zwei haben. Habe ich auch noch meinen guten Salat ganz sonst aufgefuttert. Alter, das ist aber echt traumatisierend, ne? Das ist ein Erlebnis, das vergisst man so schnell nicht mehr. Bob, und du nach unten. Bob. So, alles am Blätter weg, sehr schön. Jetzt muss ich noch mal gucken hier, wo ist denn mein Holz? Da. Holz. Ja, genau, man bekommt immer vier Schüsseln. Aber warum haben wir denn bloß noch zwei Schüsseln? Das macht denn überhaupt keinen Sinn. Jetzt mal no joke, wir müssen einfach noch zwei Schüsseln haben. Ah. Boah, Alter. Boah, wenn man den Wald voller der Bäume nicht sieht. Oh mein Gott. Das ist sowas von absolut. Ich will gar nicht weiterreden. Ne, brauchen wir dafür gebraten oder normale Kartoffeln? Ich glaube, gebraten, ne? Ich schmeiß das Ganze mal rein. Ja. 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 Wie geht denn das? wird das mal sehen? Nein, so wird das nicht geschrieben. Genau so. Auch nicht. Ja, sag mal. Please help me. Rennt sie mir gerade echt im Gesicht rum? Mädel? Ich schlacht dich, bis du blutest da. Nein, das da. Ah, ich habe doch die normale Kartoffel genommen. Ach, leck mich doch. Yay! Woo. Ah. Traumatisierend. So. Der ganze Quadratsch kann dann damit wieder zurück. So. Und dann würde ich mal sagen, machen wir an dieser Stelle auch erstmal wieder Folgenpause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Yay! Und ich werde erstmal schön noch mal ein bisschen ein Schlückchen von meinem Meerfruchtnektar trinken.